Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde 3 vs. Schrott zusammen mit, wo sind sie denn eigentlich schon wieder? Dem Mr. Zogger. Moin. Und dem Sashi. Moin. Ach, den habe ich ja gerade gefunden, guck mal, der guckt den Rover. Okay. Ja, ich will den Cargo-Container hier haben. Den wollen wir, glaube ich, mitnehmen. Was? Ja, sicher. Willst du einen großen Cargo-Container mitschleppen? Okay. Ja, wo sollen wir die Sachen hinpacken sonst? Das ist eigentlich eine gute Sache, ja. Naja, wir haben zwei mittlere Cargo-Container dran, aber ich sehe den Gedankengang. Die mittleren sind noch, glaube ich, schon relativ was voll. Lass mal nachgucken. Kann sein, dass wir noch ein bisschen Eis geladen haben oder so? Ja, wir haben noch ein bisschen Eis geladen, aber auch nicht unendlich viel. Ja, hier ist noch einer, der hat noch 814 von 3300. Also da könnte man auch noch ein bisschen reinstopfen. Die merkwürdigste Frachtkiste gefunden, die es gibt. Wieso? Kommen wir zur Spitze von einem Rover. Ach, du meinst diese komische Cargo-Kiste? Ja, die macht sehr merkwürdige Dinge, wenn sie... Aber ganz merkwürdig. Ich krieg die hier auch nicht runter. Okay. Was ist das? Geh! Sie ist unten. Das Ding ist halt, die hat ja eigentlich, das ist ja im Grunde genommen eigentlich irgendwie nur die Ecke von einem großen Block und... Ja, anscheinend. Ich befürchte, ja. Die Physik-Engine kriegt das nicht so ganz genau hin, rauszufinden, dass halt eben, ich sag mal, die anderen 75% vom Volumen halt einfach nur heiße Luft sind. Ja, die sieht schon sehr, sehr funny aus. Ja, ich vermute, die berechnet halt also tatsächlich das Gewicht auf einen kompletten Large-Block, hat aber dann die Kollisionsblocks von diese Kollisionsbox, Kollisionsbox, so rum, von nicht mal einem Viertel. Ja, das kann sehr gut sein. Resultat, das könnte etwas merkwürdig sein. Sieht ein bisschen kreiselmäßig aus, das Ding, und ich bin gestorben. Oh, das ist nicht schön. Ich wurde vom Cargo-Container zerquetscht. Mm. Sind auch leer noch schwer. Haben wir nicht irgendwann mal gelernt, dass man Cargo-Container nicht mit dem Gesicht fangen soll? Ich glaube, das ist schon so lange her, das kann man mal vergessen. Ja, okay, das sehe ich. Vor allem, wenn zwischendrin so viel passiert. Das stimmt, ja. So, wie hast du das Ding so schön betitelt? Die Herrenhandtasche. Da ist jetzt der Cargo-Container drauf. Okay. Wenigstens was zum Transportieren. Zum Einlagern. Das. Ist das Ding auch schon fast voll? Ja, ich versuche gerade hier hinten noch so die letzten Reste von... Naja, irgendwas wie Panzerung dran zu pappen. Haben wir eine Beacon? Wir haben einen Beacon. Ja, das wäre hilfreich zu haben, weil wenn wir da oben irgendwie so vor uns hindriften, wäre das ganz gut zu wissen, wo da in Relation zu einem selbst noch Schiff irgendwie steht. Schön, dass das Ding jetzt Dustcrawler heißt, aber ich finde, wir lassen das so. Ja. Ich habe zugegebenermaßen ein bisschen Schiss vor da oben, weil das Jetpack ist in dem Szenario halt schon wirklich was Kacke. Yep. Und wir haben einen Turm. Man muss es richten. Wir haben einen Turm. Und vor allem, wenn das Ding hier in die Luft fliegt, dann fangen wir halt wieder auf dem Planeten an. Und dann heißt es halt irgendwie, keine Ahnung, wieder ein Schiff zusammenstricken. Oh no. Oh no. Das heißt, wäre es gut, in irgendeiner Form was zu finden, was ein bisschen größer ist und wo man im Zweifelsfall auch nochmal respawnen kann. Hm. Ja, wir kommen mit dem Ding, kriegen wir locker ein Faktorum angegriffen, oder? Ja, ohne Probleme. ich glaube, die wichtigsten Blöcke haben wir dabei. Wir haben es dabei gebaut. Boah, ich hasse das immer, wenn ich irgendwelchen Kram baue und dann das auf der anderen Seite nochmal machen muss. Ja, hilft nix. Also unsere Basis sollte sich ja eigentlich easy mit Strom versorgen. Die können wir auch so stehen lassen dann. Ja, also die ist das geringste Problem. Ich meine, die wird ja auch hier unten von nichts angegriffen. Aber Waffen wären vielleicht nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob wir die gesammelt haben. Ja, Waffen wäre gut. Haben wir da überhaupt was großartig? Ja, ich guck grad. Aber... Ich glaube, ein paar Pistolen oder was hat man mal ausgegraben. Kann aber auch sein, dass wir die schon wieder verloren haben oder... Ja, in diesem Spiel passieren halt auch manchmal Dinge.
Ich kenne uns auch, ja, brauchen wir nicht. Ja, oder genau, oder so, ja. Wofür greift ihr eh nichts an? Lol. Schade. Wo haben wir die Generatoren sitzen? Ich wollte gerade die Flaschen auftanken. Nirgendwo. Wir haben kein O2 hier dran. Müsstest du am. Am Schiff, ne? Am Raumschiff, ja. Ah, okay. Stimmt, da. Flaschen ist eigentlich. Ich guck, Flaschen ist ein guter Hinweis. Da hatten wir ein paar gefunden. Die sollten auf jeden Fall alle mal irgendwie verteilt und werden und mit eingesteckt und so. Ich bin auch blind. Wir haben 6 Handfeuerwaffen, habe ich nicht gesehen. Okay. Nehmen wir mit. Hanffeuerwaffen? Nee, Handfeuerwaffen. Achso. Schade. Haben wir auch 2 Gewehre, die nehmen wir auch nochmal mit. Munition ist auch vorhanden. Ja, mehr. Oh ja, stimmt, ich sehe es gerade hier. Rifle. Ja. Mach ich massig, ne? Ja. Also ein bisschen rumschießen können wir. Ja, oder uns ein bisschen rumerschießen lassen. Ja, das darf man jetzt nicht so sehen. Meinst du? Ja, optimistisch bleiben. Ach so. Gibt Friendly das war Fire. Also ganz ehrlich, ich finde, erschossen werden, solange du ein Survival-Kit hast, ist ja jetzt gar nicht so das Problem. Also tatsächlich werd ich lieber charaktermäßig erschossen, als dass mein Schiff zerlegt wird. Also ich habe jetzt Medkits dabei und ich habe die Pistolen und Gewehrmunition dabei. Ich packe die mal in die... Interesting. Ich habe auch was dabei, ja. In den Frachtbehälter. So, ich würde sagen, das ist eingekistet genug. Der eine oder andere wird sich jetzt an der Stelle wundern, was stimmt mit Markus nicht. Hilft ja nichts, ne? Ja, wir müssen ja irgendwann mal vorankommen hier. Das ist. Da muss man halt auch mal sagen, okay, dann ist halt heute vielleicht mal nicht ganz so hübsch und dafür eher funktionabel. Okay. Also ich sag mal so, der Frontteil sieht eigentlich ganz okay aus. Ja. Also mir gefällt es ganz gut. Es hat ja wieder eine ganz spezielle Form, muss ich sagen. Aber das habe ich jetzt gelernt, das ist bei dir anscheinend Standard. Spezielle Form. Ja, wenn du mal so von oben guckst. Ich gucke einfach nicht von oben. So die seitlichen ein bisschen ausgebeult und vorne so lang. Ja, das war schon in den alten Kulturen so Brauch, ne? Ja. Also komm, ich meine, wie viele Science-Fiction-Folgen hatten, oder Science-Fiction-Serien hatten Schiffe, die halt ausgesehen hatten wie, naja, man, Form halt speziell und so. Das stimmt, ja. Außerdem ist es gar nicht so schlimm. Ich meine, es hat halt, ich finde, es sieht tatsächlich ein bisschen mehr als nach einem Flugzeug als wirklich nach einem Schiff aus, aber. Das stimmt. Ja. Warte, kriegst du noch ein Wellpad dran? Okay. Muss es noch einmal drehen, oder ich hau das noch unten dran. Lässt sich das überhaupt drehen? Das ist ja mit diesen Blöcken immer so ein bisschen Krampf. Zur Not absetzen und abschmieren. Guck mal, sieht tipptopp aus. Ja. Bis auf den Abschluss, der war gerade dann jetzt doch ein bisschen vergimmt. Kann das sein, dass uns ein Triebwerk. Ah, ne, das ist hier hinten, okay. Sieht wie ein bisschen Kampf, ne? Ja, gerade schon ein bisschen. Ah, sieht aber gut aus. Ja, zu viel. Ah. Jetzt dreht er wieder irgendwie blöd. Ja, nein, doch nicht. Warte, ich schieb das Ding mal mit dem Körper. 100%. Es ist zu schwer. Ich kann es nicht mit dem Körper schieben. Ja. Passt. Oh. Ah! Und geht doch. Ausmachen. Sehr schön. Hol aus. So. Okay. Sehr spezielles Design. Naja, was soll's. Gut, dann ist nur die Frage, wie machen wir das am blödesten mit dem Zeug hier?
Machen wir da irgendwie nur einen Haltebügel oder was dran? Oder schleppen wir das dann einfach im Cargo-Container und hoffen, dass die Magnetplatten da unten bleiben? Ist ein Argument. Und vor allem, wie viele Power Cells haben wir dann noch im Start? Dann können wir mal gucken, ob wir die Batterie noch irgendwie voll kriegen. Ich glaube, ich habe alle verladen schon. Okay. Also ich habe so die wichtigsten Komponenten schon ins Schiff geschmissen. Kann sein, dass ich welche übersehen habe. Aber Ich gucke gerade nochmal in die Basis. Wir hatten hier noch 8 Explosives, die kann ich mal noch einstecken. Falls man mal irgendwie eine Tür öffnen möchte mit. Oh, Solarzellen ist aber, glaube ich, noch ein Thema. Und vielleicht noch Thema Flaschen. wenn da noch welche sind, nehmen wir die auf jeden Fall mit. Glaube, wir haben sonst keine weiter, ne? Ja, Flaschen haben wir keine weiter. So, Stahlplatten würde ich aber hier lassen, dafür nehme ich lieber mehr Eis mit. Mal gucken, ob wir da Wir noch generell noch was reinkriegen. Irgendein Container hat ja noch ein bisschen Platz gehabt. kleiner Wasserstofftank zeigt er mir gerade an. Haben wir hier Oben. irgendwo? Da sind zumindest Wasserstoffflaschen drin. Okay. So die Sache. Ist der an der Basis oder? Der muss ja dann an irgendeinem Grid sein. Ja, an irgendeinem Grid ist es mit dran, aber Also, im gehen die Zweifel. Flaschen mittlerweile eigentlich durch kleine Öffnungen durch? Hatten die das irgendwann mal geändert? Ich. Ich glaube nicht. Nee. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir Wasserstofftanks haben an der Basis oder in irgendeinem An Grid. irgendeinem Rover vielleicht. Ist ein Subgrid. Und zwar eins ist an einem Rusten Ready. Das ist definitiv von irgendeinem Rover. Und dann gibt es irgendwo einen kleinen Wasserstofftank, wo auch immer das herkommt. Beim Rover sind, glaube ich, keine Wasserstofftanks. Also, der Rover von Zocker ist Das es hier schon auch mal nicht. nicht. Nee. Das ist der Rover von Markus. Da waren sie weiß. Ich Ah finde ja. nicht raus, ich baue nochmal den Bügel fertig. Nur, dass ich es nirgendwo rausnehmen kann. Das ist schlecht. Das ist ja weird. Also die sind in irgendeinem kleinen Wasserstofftank drin, aber sie lassen sich nicht rausnehmen. Was? Hier vorne rechts war einer drin, den konnte ich rausnehmen, aber Ah, ich habe eine Ahnung, warum ich die eine nicht rauskriege, weil wahrscheinlich das H2, der H2O2-Generator mit den kleinen Öffnungen am. Ach ja, und ja, hier ist ein Sauerstofftank, okay. Wie meint das jetzt am dümmsten? Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das klappt. Knapp unter die Heckline. Heckline und Koch, kennt man. Nee, ich krieg die da nicht rausgeholt. Also im H2O2 selber ist nur Eis drin. Im das sind hier Sauerstofftank ist diese auch. kleinen Tanks hier hinten. Ja. Aber da werden wir nicht rankommen. Da lässt sich nichts verschieben. Warte. Eine habe ich. Auch wenn das natürlich die Leerung des Tanks zur Folge hat, aber das ist dann halt eben so. Ah gut, den brauchen wir eh nicht mehr. Ja, Eben. eigentlich. Oh Gott, ey, das ist gerade so krampfig. Hab Was beide. man nicht alles tut für eine Wasserstoffflasche, ne? Ja, das normalerweise drückst du auf den Knopf und denkst ja bei euch halt eine neue, was soll's. Gut, okay, wir haben zwei Wasserstoffflaschen. Das sieht Haben wir interessant hier auch aus. Sauerstoff? Sauerstoff hatten wir ja 6, 7 Stück, glaube ich. Kann sich ja jeder sonst schon mal einer rausmopsen. Er ist schon in der Rakete verladen. Ich habe 2 Stück, die hatte ich irgendwo mal
Genau, hier sind noch zwei Wasserstoff, fünf Sauerstoff sehe ich hier. Ja. Ah, sogar noch mehr Wasserstoff. Ja, okay, passt. So, ich habe mir noch ein bisschen Munition und Zeug hier in die eine Passagierbank geladen. Jo. Und die beiden Flaschen. Hier wird jeder Zentimeter Inventar benutzt. Ich habe ein bisschen Schiss davor, das Ding ins All zu hieven, aber es wird schon scheiße werden. Ja, dafür ist es ja eigentlich auch gedacht. Wenn es nicht klappt, lässt das Ding fallen. Ja. Ah, wir haben gar nicht die richtige Gewehrmunition. Ha! Haben wir überhaupt. Wieso? Naja, Ich habe das zwei Gewehr, was Gewehre. wir Ich haben, habe ist das zwei. MR20. Die Munition, die wir haben fürs Gewehr, ist das MR50. Wir haben auch MR20 geladen, glaube ich. Ich meine, ich habe da was rausgenommen. Hier ist nur für die Pistole, für die Also ich S20. hatte Streifen für die. In der Bank habe ich irgendwie Streifen für das Schnellfeuerding. Genau. S20A. Ja, aber Nee, für das. MR20, Gewehrmunition, doch ist da. Im Medium-Cargo-Container. Das ist nur MR50. Und in der ersten Reihe? Ach, Ist noch. da. Ja, Okay, die sieht so ein ja. bisschen anders aus, ja. Ja, ich habe das eher als Trinkflasche identifiziert. Ach so, Prost. Aha, jetzt. Wunderbar. Funktioniert. Das ist So, und gut. hier. Für die allgemeine Kenntnis, ich habe gerade 2,59 Noteis in den großen Cargo-Container auf dem Herrengedeck Jo. geschmissen. Dann Abfahrt. Muss gerade mal gucken. Ich glaube, das ist der Sitz ist noch nicht ganz eingestellt, aber das wird schon schief gehen. Ich glaube, ihr kennt das, ne? Das Gefühl, dass man hat was vergessen. Ja. Scheiße, ich habe den Ofen Waren angelassen. alle nochmal auf Ja. Klo? Hast du den Triebwerks-Override an? Um Sprit Im zu Moment habe ich sparen. noch gar nichts an. Wir werden Okay, alle dann. sterben. Nein, vollstes Vertrauen. So, erstmal Wasserstofftriebwerke an, aus auf die Toolbar. Atmo an, aus auf die Toolbar. Interessanterweise sind die Wasserstofftriebwerke angeblich an und doch nicht. Ich bin Hä? gespannt. Ich sehe teilweise an, teilweise aus. Ja, ich schaue gerade an. Die großen Indus sind jetzt auch beide an. Oh, die sind bei mir Und noch aus. hier sind noch zwei kleine, die vorher noch nicht mit in der Gruppe waren. Gefixt. Du hast auch noch eine Tank. Batterie, die rot ist. Was? Ja, eine Batterie ist rot. Die ist aus, ja, okay. Also sind prinzipiell alle voll. Okay, das sieht gut aus. Was wir tatsächlich noch machen können, ist, die beiden großen Triebwerke auf eine Gruppe zu legen. Und ein Atmosphärentriebwerk ist auch noch aus. Jetzt nicht mehr. Jo. So, und dann mache ich das so, dass ich die auf die zweite Toolbar packe. Das ist Forward Thrust und dann mache ich das einfach mit Override Increase und Jo. Decrease. Weil dann können wir nämlich irgendwie ein bisschen spritsparend arbeiten, wenn wir mal irgendwie so ein Stück weit draußen sind. Ja, Und ansonsten ich hab auch die haben wir noch irgendwie. Befürchtung, wir brauchen den Sprit, um auf Ja. Wasser zu kommen. Haben wir einen Erzdetektor eigentlich am Start? Nee, ne? Ich glaube, wir haben keinen gefunden. Ich check Ich das nochmal wüsste kurz. jetzt auch nicht, dass wir einen hatten. Ich Ich erinnere drücke mich mal auch aus nicht Gründen mehr. STRGB, ne? Ja. Ich habe nicht mal einen Namen, Eine egal. sehr gute Sache. Nein, kein Okay. Erzdetektor. Dann sind alle Triebwerke an. So viel sind sie auch nicht. Gott, das wird so furchtbar. Quatsch. Dezent, ja. So, jeder sitzt, alle Türen sind zu. Verladen Sie die, ja, Türen sind zu, verladen Sie die Herrenhandtasche und Abfahrt. Warte mal gerade, ich würde die Magnetfüße vielleicht noch über oder die Landing Gears auf eine Gruppe legen. Ja.
Kannst du auch über nicht, P machen, nicht, ne? Dass ich irgendwie in die Nein. Situation käme, irgendwie P zu drücken. Nein, ja, gut. Ja, ich weiß, dass da manche Leute allergisch drauf sind. Ein bisschen. Ja. Okay, da hinten läuft irgendwas. Mhm. Ja, du haust Sprit weg. Jo. Oh mein Gott. Du kriegst das Ding nie verladen. Niemals. Das wird so katastrophal. Ich hab's auch genau auf der Länge gebaut, dass es zwischen beiden Füßen ist. Ist ja ein Traum. Ja, mit genug Boost geht das schon. Und zwischen beiden Füßen ist natürlich super, das heißt, irgendeiner kriegt's nicht. Ja, musst du mit einem leben. Okay. So, okay, hab ich. Kannst du abheben? Oh Gott. Ich glaube, das würde eher Schlitten fahren. Ich weiß nicht, ob wir das riskieren sollten, ehrlich gesagt. Ja, boah, nee. Markus, und Abflug. Ach du Heiliger. Okay, dass das funktioniert hat, hat mich selbst irritiert. Ja gut, zur Not werden wir es abwerfen müssen, ne? Ja, weil es scheint zu funktionieren. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Richtig. Also wir scheinen uns offensichtlich von der Planetenoberfläche zu entfernen. Das ist schon mal das gute Zeichen daran. Ich sehe das noch etwas anders. Ja, doch. Wir steigen langsam. Aber ja, ich sehe auch, dass wir durchaus noch ein bisschen horizontalen Fall drin haben. Das stimmt schon. Aber es geht vertikal, jetzt langsam, weiß schon, kriegt klar. Er sich, glaube ich. Ich kann natürlich mal versuchen, den Winkel ein bisschen so zu machen, dass die Atmos vielleicht noch ein bisschen mithelfen können. Ich glaube, die arbeiten schon nicht mehr. Jetzt schon. Stimmt, Pertha hat ja eh so eine super pupsige Atmosphäre. Ja, richtig. Ja. Dann schalten wir sie mal aus, weil bringt ja eh nichts. Yes. Strom sparen. Ja, doch, aber ich habe so das Gefühl, wir sind prinzipiell auf dem Weg nach oben. Aber wenn die Atmos jetzt eh nichts mehr tun, dann kann ich uns auch richtig mit dem Hintern nach unten ausrichten. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden Triebwerke auch so kämpfen. Ja, es hat mich natürlich auch irritiert. Wir steigen. 5000 Meter, also das ist schon okay. Ja, das ist ja ganz nah dran, da könnten wir schon was hindriften. Das dauert aber ein bisschen. Wo haben wir sie denn? Ach, da drüben. Ja, das machen wir aber erst, wenn wir aus der Gravitation draußen sind, sonst driften wir nicht lang. Also sonst driften wir auch in Richtung Erde, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es lief überraschend gut. Der Start war ein bisschen holprig. Ich habe kurz Panik gehabt. Ja. Vor allem, als der Boden sich verformte. Ja, das war so ein bisschen Schlittenfahren. Aber, hey. Wir haben es geschafft. Die komische Staubkugel liegt hinter uns. Mal gucken, ob wir jetzt noch. Jetzt ist die nächste Challenge, hier oben zu bleiben. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Eis dabei. Wir haben genug Sauerstoff. Das wird ein bisschen halten, aber Ressourcen zu hier zu kriegen, wird nicht unbedingt leichter werden. Ein Erzdetektor hat man halt gar nicht, ne? Ja. Wir haben aber auch keine Raffinerie. Das ist richtig. Die hat man unten aber auch nicht. Das ist auch richtig, ja. Aber zumindest, wenn wir einen Asteroid mit Eis finden, können wir auch schon mal irgendwie den Reiseproviant wieder erhöhen. Wisst ihr, was wir jetzt dann doch vergessen haben, wir Helden? Na. Was denn? Wir wollten eigentlich noch Wasserstoffmotoren anbauen. Wollten wir? Na egal, wir haben Solarzellen. Ja, das passt schon. Die müssen reichen. Ja, abgesehen davon, Hydrogen-Schiff braucht ja auch nicht so viel Strom. Nee. Aber es hat sich gut geschlagen, die Rakete. Ja, überraschenderweise. Wie die minimalen Ressourcen, die wir haben. Ja, ich meine, klar, wir hätten jetzt noch irgendwie 10 Folgen kleine Triebwerke sammeln können und das hätte sicherlich nochmal verändert, aber naja. Nee. Passt schon. So. Bremsen wir? Wir bremsen. Ja, ich habe gerade mal aufgehört, Gas von Hand zu geben und habe das jetzt mal über den Override gemacht.
Aber ich glaube, das ist auch irgendwie gerade schon, hat sich eigentlich schon fast erledigt, weil selbst ohne Sprit kommen wir jetzt, glaube ich, allein mit dem Restschwung aus der Gravitation raus. Blub, sind wir gerade raus. Good job. Wir sind offiziell im Weltall. Ist jetzt die Frage, wohin? Ich würde einfach erstmal ein bisschen driften lassen Ja. und gucken, was kommt. Gibt es denn Ob was großartig sie. Sachen im All, die wir entdecken können? Ja, auch Ja. da spawnen Wracks, die man finden kann. Und was da halt ein bisschen hässlich ist, ist, die Triebwerke dann von Hand zu bewegen, wird arschig. Müssen Ja, wir ja das nicht. glaube ich. Wir haben noch eine Rakete, die fliegt. Stimmt. Die können wir irgendwie noch eine. Vor allem haben wir ja zwei Lendengears dran. Das Einzige, worum wir dann aufpassen müssen, ist, dass wir nicht versehentlich die Handtasche irgendwo gegenrammen oder wegwerfen. Ja. So, mal gerade schauen, was sagen unsere Tanks? Die erfreuen sich gerade daran, dass sie wieder aufgefüllt werden, weil wir genug Eis haben. Top. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, und wir haben noch 17 Stunden Strom. Also, das ist erstmal cool. Der Weniger Beginn cool jedes ist es. Horrorfilms, ja. Wir haben nur 70 Ja. Stunden Strom. Ein Tipp. Dann hast du die ganze Zeit so einen blöden Timer. Tipp. 3 Stunden später fangen die ersten an, sich gegenseitig zu essen. Sehr gut. So, unbekanntes Signal ist jetzt. Achso, ja, das ist jetzt natürlich immer noch schön. Wir müssen jetzt natürlich trotzdem mal alle weiterhin die Augen offen halten, ob wir irgendwelche Signale aufpoppen sehen. Ich blicke schon. Das wird ohne Kompass auch schön zu navigieren sein. Guck mal, ich habe ein Signal gesehen. Wo? Oben links. Ach ja. Oben links. Ja, Hinten. mein oben links, ja. Genau, noch besser hier drüben oder da hinten. Das ist besonders gut. Bei dem Asteroiden da. Ja, dieser graue. Der graue, genau. Ach, du meinst den aus Stein? Genau. Das klappt schon. Was ich aber mal derweil kurz machen kann, ist mal, ich glaube, dass die GPS-Signale Basis, Brücke, Eis, Solar, SG und Windturbine brauche ich jetzt nicht mehr. Die können mal aus, hast du recht, ja. Wir haben noch ein unidentifiziertes Signal in 4606 Kilometern. Ich glaube, dahin zu kommen, könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Wird schwierig innerhalb von 2 Stunden, ja. Ja. Das heißt, es ist erstmal abwarten, Füße Sag mal, vertreten. wir drehen uns. Wir drehen uns. Wir drehen uns. Ui. Könnte es sein, dass da unten irgendwas ein bisschen vor sich hin klängt? Nee, wie kommst du da denn drauf? Ja, keine Doch, Ahnung. ich habe gerade mal von außen rangezoomt. Es wackelt alles fröhlich hin und her. Also der Ah, ganze Behälter, also mit seinen. das muss. Ah ja, ich sehe es. Ah, das muss. Ja, das ist Clang Drive. Ja. Das Klängyroskop so rum. Ja, aber tatsächlich ist jetzt gerade schon so ein bisschen so, Jetzt müssen wir ja abwarten, dass was passiert, ne? Richtig. Kommt bis zum eher unspannenden Teil der ganzen Nummer. Da wird gleich schon was aufploppen. Aber wo ist unspannend? Fand ich ganz lustig. Ich habe jetzt irgendwie ewig erstmal in der LP-Welt so irgendwie geguckt und nichts Planetares gefunden. Gedacht, gut, okay, ist nicht schlimm, dann mache ich jetzt erstmal noch, ich mache eh noch ein bisschen Schiffsbau und plötzlich ist tatsächlich jetzt mal was gespawnt und. Ah, apropos was gespawnt, SPRT Salvage Station 10,5 Kilometer hinter uns. Nehmen wir. Gut. Schmeißen Sie die Bremsen an. Moment, erstmal ausrichten, dann feuern. Der Sonne entgegen. Ist auch ganz gut, da können wir ein bisschen Strom tanken. Ja, und was sich dahinter verbirgt, Das sehen wir möglicherweise in einer anderen Folge. würde ich auch behaupten. In diesem Sinne, bis dann, macht's gut und tschüss. Ciao. Ciao.